Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Steuerliche Aspekte für die vorausschauende Vermögensplanung. Das Jahresende, traditionell ein Zeitraum, bei dem sich viele Menschen mit dem Thema Steuern beschäftigen. Aber wir möchten das Ganze in einen größeren Kontext einordnen und uns insgesamt überlegen, welche Themen in der vorausschauenden steuerlichen Betrachtung der Finanzplanung zu berücksichtigen sein könnten. Zu alledem stellen wir Ihnen im Anschluss gerne auch noch ein E-Book zur Verfügung, sodass Sie die Möglichkeit haben, neben der Konserve, die Sie natürlich auch erhalten, nochmal das ein oder andere nachzulesen und nochmal genau zu betrachten, welche Punkte für Sie Relevanz haben könnten. Wir springen direkt hinein in das Thema. Wir wissen, Steuern haben unterschiedliche Funktionen. Zum einen wollen wir natürlich Einnahmen generieren im Interesse des Allgemeinwohls hier. Das muss finanziert werden. Auf der anderen Seite möchten wir unerwünschte Verhaltensweisen verringern. Man spricht dann dort von einer Lenkungsfunktion. Aber natürlich auch auf die Einkommens- und Vermögensverteilung wird durch Steuern Einfluss genommen. Von daher unterschiedliche Ziele, die mit Steuern verfolgt werden. Und diese Motive, die spielen im Weiteren auch durchaus noch eine Rolle. Von der Agenda, die Fokusthemen werden so aussehen, dass wir uns überlegen, dass der Staat mehr Geld braucht. Das ist den meisten von uns klar. Aber die Frage ist, wer wird denn stärker belastet und was könnten eigentlich auch konkrete Maßnahmen sein? Dann Investmentfonds und Altersvorsorge. Was sind Steuerthemen, die die meisten von uns treffen? Und dann noch darüber hinaus Vermögensschutz für vermögende Familien und Unternehmer. Welche gängigen Optionen gibt es da? Und dann auch ein weiteres Thema, was viele unserer Mandanten und Kunden trifft, das Thema Kapitalanlage, Immobilien. Welche Themen habe ich denn da momentan zu beachten? Und das schließt sich auch sehr gut der Kreis zum Thema Vermögensschutz. Wir schauen auf den ersten Punkt und deinen Dauerbrenner sehen Sie schon hier. Vermögenssteuer wieder einführen. Das ist jetzt ein Screenshot von der Webseite der SPD. Aber insgesamt, ich denke, unabhängig davon, welche Regierungskoalition gerade in der Verantwortung ist, das Thema Steuern ist ein großes Thema. Das Thema Umverteilung auch immer mal wieder in der Diskussion. Von daher die wichtigen Punkte sind, glaube ich, aus unserer Sicht, sich klar zu machen, dass es eine sehr unterschiedliche Definition gibt. Wer ist denn reich? Wer ist denn vermögend? Wer ist denn Spitzenverdiener? Weil wir häufig feststellen, dass viele Menschen und Haushalte, die sich selbst bei weitem nicht als vermögend oder reich bezeichnen würden, dass die in der Definition der Politik, wo steuerliche Umverteilungsmaßnahmen ansetzen sollten, dass die sehr wohl in diese Kategorie fallen. Das heißt, die Politik sieht sie vielleicht eher als deutlich vermögender an. Und mehr vermögend bedeutet auch mehr Lasten zu tragen, als sie das vielleicht selbst für sich vornehmen würden. Welche allgemeinen Möglichkeiten der Staat hat? Klar, man kann ganz banal die Steuersätze erhöhen, zum Beispiel bei der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, der Mehrwertsteuer und ähnlichem. Das ist sehr simpel. Man kann natürlich auch neue Steuern einführen. Finanztransaktionssteuer war ja mal ein viel diskutiertes Thema. Man kann die Steuerbasis verbreitern und das sehen wir auch, dass das aus unserer Perspektive ein interessantes Thema ist, indem Sie zum Beispiel Steuerbefreiung reduzieren, Steuerschlupflöcher schließen, vielleicht auch Themen, die steuersystematisch eigentlich gar keinen Sinn machen, auch hier zu ändern. Dann Steueroptimierung, klar. Man kann immer am Steuersystem arbeiten, ist aber natürlich auch ein großer Aufwand und alles in allem klar, dass der Staat sich refinanzieren kann und sich neue Mittel zu beschaffen, wenn er Geld benötigt, über die Ausgabe von Anleihen. Das ist klar. Hier muss man sagen, leider war der deutsche Staat nicht besonders intelligent in der Nutzung der Niedrigzinsphase. Es gab ja die Situation, dass der deutsche Staat sich für 30-jährige Staatsanleihen zu 1% refinanzieren konnte. Das hat man leider nicht getan. Hat sich eher sehr unclever verhalten aus einer finanzpolitischen Perspektive. Von daher die Gelegenheit der Nullzins- und Negativzinsphase, die hat der deutsche Staat leider verstreichen lassen. Wenn wir dieses allgemeine Thema übertragen auf die konkreteren Fragestellungen, dann könnten wir uns ja anschauen, wen würden Sie denn, wenn Sie Politiker wären, stärker belasten? Und natürlich, Belastungen sollten immer möglichst wählerunschädlich sein und in einem
Wahlsystem, wo ja jeder Mensch, jeder Kopf eine Stimme hat, unabhängig von seinem Vermögen und seinem Beitrag zur Gesellschaft, zu seinem Steueraufkommen und weiteren Aspekten natürlich, wo verliere ich möglichst wenig Stimmen? Und dann sehen wir zum Beispiel ganz banal, wir haben zum Beispiel deutlich mehr Mieter, als wir Vermieter haben. Eine Binsenweisheit natürlich an dieser Stelle, aber da sehen Sie schon diese steuertechnischen Ausnahmen. Eine steuerliche Ausnahme ist ja dieser Aspekt bei vermieteten Immobilien, vermietete Immobilien in der privaten Sphäre. Sie können entsprechend Abschreibungen geltend machen, können aber nach einer Haltedauer von jenseits von 10 Jahren veräußern, ohne dass Sie die Abschreibung wieder aufholen müssen. Das ist eigentlich eine Anomalie, wenn man so möchte, die schon häufiger in der Diskussion stand. Aber das wäre ein schönes Beispiel dafür, wo man die Steuerbasis erhöhen könnte, ohne dass man jetzt extrem stark in die steuerliche Trickkiste greift. Und man würde natürlich auch nur anteilig relativ wenige Wähler treffen. Ein anderer Aspekt ist die Begünstigung unternehmerischen Vermögens. Da haben wir bereits Nachbesserungen gesehen im Jahr 20 oder mit Wirkung zum Jahr 2016. Auch das ein großes Thema, was ja auch immer mal wieder im Fokus des Bundesverfassungsgerichts steht. Und ein anderer Aspekt, den man auch diskutieren kann, Abschaffung der Abgeltungssteuer. Allerdings, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf die Zinserträge. Warum auf die Zinserträge und nicht Kapitalerträge insgesamt? Bei Kapitalerträgen insgesamt nehmen Sie beispielsweise die Dividende. Wenn Sie die Dividende aus einer Aktiengesellschaft erhalten, dann hat ja die Aktiengesellschaft auf ihrer Ebene bereits Steuern bezahlt, beispielsweise Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, was dann ungefähr einer Belastung von 32% entspricht. Und wenn dann die Dividende ausgeschüttet wird und Sie haben dann die Abgeltungssteuer bei sich nochmal auf der Ebene der natürlichen Person, dann haben wir eben nochmal die Abgeltungssteuer auf die Ausschüttung. Das heißt, Dividendenerträge werden bereits höher besteuert als die Einkünfte zum Beispiel aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Von daher ist es natürlich ein Ammenmärchen, dass Kapitalerträge günstiger besteuert werden als die klassische Arbeitnehmertätigkeit. Allerdings, wir haben es hier gesehen, das Unternehmen versteuert, der Empfänger der Dividende versteuert, die kombinierte Steuerbelastung ist dann relevant. Anders verhält es sich zum Beispiel, wenn Sie ein Unternehmen haben, was eine Anleihe ausgibt. Sie kaufen diese Anleihe, dann wird das Unternehmen diese Anleihezinsen, die sie zahlt, als Werbungskosten geltend machen. Diese mindern das zu versteuernde Einkommen der Gesellschaft, sind also steuerlich neutral. Und wenn dann der Empfänger diese nur mit 25% versteuert, dann könnte man durchaus argumentieren, dass es hier eine gewisse Schieflage gibt. Von daher, wenn Sie dieses Thema lesen, Abschaffung der Abgeltungssteuer, schauen Sie ganz genau hin, auf was die Abgeltungssteuer abgeschafft werden soll. Und es ist auch dementsprechend systemseitig logisch, dass wir im Jahr 2008 gesehen haben, mit der Wirkung dann 2009, Einführung der Abgeltungssteuer, dass das in Kombination war mit der Reformierung der Unternehmenssteuerbelastung. Diese beiden Ebenen muss man immer zusammen sehen. Dann, was auch noch zu berücksichtigen ist, ein unterschiedlicher Aufwand. Klar, simpel, der Erhöhung des Steuersatzes, wenn Sie den Einkommensteuersatztarif ändern, das ist sehr trivial. Das besorgt uns jetzt keinen höheren Verwaltungsaufwand, ist also relativ simpel. Sie können es sehr differenziert ausgestalten. Man kann natürlich auch die Bemessungsgrundlage ausweiten auf Immobilien oder auf Firmen im Bereich der Schenkung oder Erbschaftssteuer. Das ist natürlich deutlich komplexer, weil da geht es darum, was ist eine Immobilie jetzt wert? Sie brauchen dann immer Gutachten. Bei Firmen wird das Ganze noch komplexer. Teilweise sehen wir ja auch, dass der Aufwand zur Erhebung der steuerlichen Daten so groß ist, dass das mehr an Steuereinnahmen wieder neutralisiert wird. Das ist dann eher so ein gesellschaftspolitisches Thema, teilweise vielleicht auch Neiddebatten und am Ende natürlich auch der Punkt, wie einfach kann man sich der Steuer entziehen? Und wenn Sie das mal betrachten und Sie versetzen sich in die Rolle der Politik, dann ist, glaube ich, relativ augenscheinlich, welche Maßnahmen aus Sicht der Politik attraktiver sind und welche Maßnahmen vielleicht weniger attraktiv erscheinen. Von daher blicken wir mal auf die steuerlichen Förderungen, Themen, die alle betreffen in unterschiedlichem Maße. Wir haben das nur noch mal exemplarisch aufgebaut, um
der Vollständigkeit halber das darzustellen. Sie wissen, wir hatten mal ein Rentenniveau in Deutschland von 70%. Das heißt, wer 45 Jahre im Schnitt verdient hat, der sollte eine Rente bekommen von 70% des dann relevanten Durchschnittseinkommens. Das hat man abgesenkt von 70 auf 67. Die Lücke sollte die sogenannte Riester-Förderung schließen. Dann gab es weitere Anpassungen. Man hat die Rente steuerpflichtig gemacht mit höheren steuerlichen Prozentsätzen, höheren Bemessungsgrundlagen. Gleichzeitig hat man Einzahlungen entlastet. Das Thema Basisrente, die sogenannte Schicht 1, zu der auch die freiberuflichen Versorgungswerke fallen, spielt hier mit rein. Hier ganz banal gesprochen, die Beiträge werden in der Sparphase mittlerweile zu 100% von der Steuer freigestellt. Im Gegenzug muss man später 100% der zufließenden Renten, wobei nicht ganz, ab 2040, ich bin von meiner Alterskohorte ausgegangen, je nachdem, wann Sie in den Ruhestand gehen, wird ein Teil der Bemessungsgrundlage festgeschrieben. Heißt natürlich auch, weitere Rentenerhöhungen sind dann voll steuerpflichtig. Also Sie verschieben einfach die Steuerbelastung. Dann die betriebliche Altersversorgung mit den 5 Durchführungswegen. Nochmal ein Thema für sich, aber im Kern geht es hier auch darum, heute Entlastung auf die Beiträge, Belastung in der späteren Auszahlungsphase, nicht nur was das Thema Steuern angeht, sondern auch das Thema Sozialversicherung, speziell Krankenversicherung der Rentner hier ein Thema und Investmentsteuerreformgesetz zum 01.01.2018, die sogenannte Teilfreistellung, wo wir das Prinzip der transparenten Besteuerung bei Fonds aufgebrochen haben, haben jetzt eine intransparente Besteuerung. Das heißt, für gewisse Erträge findet bereits eine Besteuerung auf Ebene des Fonds statt. Dafür gibt es aber Teilfreistellungssätze auf Ebene des Anlegers, die in Relation dazu, um was für eine Art für des Fonds es sich handelt und wer diesen Fonds hält, natürliche Person, Personengesellschaft, gewerblich oder Kapitalgesellschaft. Da sehen Sie unterschiedliche Sätze. Vereinfacht gesprochen, ein Aktienfonds im steuerlichen Privatvermögen, da liegt die Teilfreistellung bei 30%. Also sind nur 70% der Erträge relevant für die Abgeltungssteuer. Im Gegenzug dazu auf Ebene einer Kapitalgesellschaft, da die Teilfreistellung bei 80% für Zwecke der Körperschaftssteuer, für Zwecke der Gewerbesteuer nur 40%, was in der kombinierten Belastung ungefähr 12,5% Steuern ergibt auf Erträge aus Aktienfonds. Von daher auch das ein wichtiges Thema. Ich glaube, dieser Aspekt, der trifft viele. Und was wir Ihnen mitgeben möchten, da wir oft feststellen, dass rein steuerlich motivierte Entscheidungen getroffen werden, die darauf basieren, dass man sagt, wie hoch ist denn meine Steuerersparnis heute? Und das ist auch meistens schon ein missgeleiteter Begriff, weil in vielen Fällen ist es keine Steuerersparnis, sondern ist es eine Steuerstundung. Und von daher sollte man sich immer klar machen, dass man sich anschauen muss, wie hoch ist meine Belastung in der Sparphase? Also was wende ich auf? Welchen Steuereffekt habe ich? Meine Belastung netto ist geringer, aber wenn ich die Leistung ausgezahlt bekomme, kriege ich ja auch eine Leistung, aber dies um die Steuer, die mir zufließt, zu kürzen. Wenn man das Ganze mathematisch zusammenbringt, dann kann man das hier nach Attraktivität auf Basis der persönlichen Situation werten. Das wäre also etwas, was man sich immer anschauen würde im Rahmen einer Finanzplanung. Aber viele steuerlich geförderte Varianten, die zielen auf das Thema Langlebigkeit ab. Also der Staat möchte Rentenleistungen fördern. Und wenn man dann sagt, na gut, wenn ich mit 75 versterbe, dann sehen Sie schon, dass Sie manche Varianten haben, wie zum Beispiel die steuerlich geförderte Altersvorsorge oder auch die Basisrente, die dann negativ rentieren. Warum? Wenn ich versterbe und niemand bekommt die Rente, dann endet der Zahlungsstrom. Das überschüssige Kapital landet beim versicherten Kollektiv, aber aus der persönlichen Perspektive ist natürlich die Verzinsung des eingesetzten Kapitals dann sehr schlecht. Von daher zu einer sinnvollen Planung, was Altersvorsorgethemen angeht, zählt natürlich die Belastung in der Rentenphase gegenüber der Entlastung in der Sparphase. Das kann man finanzmathematisch abbilden. Dann gilt es, verschiedene Szenarien zu berechnen und dann kann man sagen, was lohnt sich überhaupt aus der Perspektive der Steuer. Nach dem vielleicht eher langweiligeren Thema Altersvorsorge, wobei es auch dort sehr spannendes Optimierungspotenzial gibt, vor allem kann man sich viele Fehler sparen, schauen wir uns jetzt mal an, was sehen wir eigentlich bei den vermögenden Familien?
respektive auch bei Unternehmern. Und wir haben Ihnen jetzt hier mal die gängigen Optionen mitgebracht, aber vor allem auch die Anpassungsreaktionen, die man jetzt als Ergebnis, als Resultat dessen nehmen könnte, was momentan in der Politik diskutiert wird. Zum einen kann man natürlich sagen, ich werde meine Vermögensallokation anpassen, zum Beispiel, wenn ich eine Belastung durch höhere Steuern habe, oder wir haben vielleicht sogar eine Vermögenssteuer, dann werde ich mir überlegen, kann ich höher rentierliche Anlagen wählen, um die Steuer zu kompensieren? Und da muss man auch sagen, in vielen Fällen haben die meisten Haushalte noch Optimierungspotenzial in der Anlagestrategie, um das zu kompensieren. Ich kann natürlich in begünstigtes Altersvorsorgevermögen umschichten. Auch das im speziell im Betriebsvermögen ein ganz interessantes Thema, würde jetzt hier bei den Rahmen sprengen. Und natürlich grundsätzlich die Überlegung, aus nicht begünstigtem privaten Vermögen kann ich das in begünstigtes Betriebsvermögen umschichten. Da gibt es die sogenannte Options- und die sogenannte Regelverschonung. Das kann man sich hier überlegen. Teilweise werden auch diese Umschichtungen vorgenommen, bevor zum Beispiel die Einbringung in eine Stiftung, respektive der Verkauf an eine Stiftung, beziehungsweise die Schenkung an eine Stiftung erfolgt. Aber auch das nochmal ein Thema, was wir gleich sehen. Rein steuergeschriebene Gestaltungen sind natürlich selten gut. Also Fokus auf die Wirtschaftlichkeit und dann weiterhin achten. Was wir noch sehen bei der Vermögensverteilung, Freibetragsmanagement, ein wichtiges Thema, respektive natürlich auch, wenn Sie ohnehin über den Freibeträgen liegen und auch wenn Sie die alle 10 Jahre nutzen, kommen Sie nicht zurande, dann muss man sich natürlich anschauen, dass Sie Sprungeffekte haben. Der Einkommensteuertarif ist ja auch, sorry, der Schenkungs- und Erbschaftssteuertarif ist ja auch in Stufen gestaltet. Von daher, auch das sollte man sich natürlich überlegen. Auch wenn man Angst vor einer Vermögenssteuer hat, wird man sehen, dass viele Überlegungen, die aus der vorweggenommenen Vermögensübertragung im Familienkontext häufig Sinn machen, dass die auch bei einer Vermögenssteuer relevant wären. Weil wenn Sie sich vorstellen, Sie haben aktuell vielleicht eine Person im Haushalt, die hat 5 Millionen Euro Vermögen, weil sie eben im Grundbuch steht, weil sie im Depotauszug steht und in den Kontoauszügen. Und Sie haben jetzt noch beispielsweise einen Ehepartner und 2 weitere Kinder und die haben kein Vermögen oder kein relevantes Vermögen. Dann wäre es ja zum Beispiel möglich, weil wahrscheinlich wird die Vermögensteuer gewisse Freibeträge vorsehen, vielleicht von 1, 2, wie viel auch immer, Millionen. Wenn man dann natürlich sagt, naja gut, ich gebe ein bisschen Geld auf den Ehepartner rüber oder auf die Kinder rüber, dann habe ich vielleicht auf einmal nicht mehr eine Person mit 5 Millionen Euro Vermögen, sondern eine Person mit 2. Noch eine Person mit 2 und vielleicht 2 Kinder, a 500.000 Euro, dann ist das Familienvermögen immer noch in identischer Größenordnung vorhanden. Aber dadurch, dass es auf 4 Köpfe verteilt ist, habe ich auch 4-mal Freibeträge. Und von daher glauben wir, wenn das Thema Vermögensteuer stärker diskutiert wird, dass man viele Varianten der Übertragung von Vermögen mit einer gleichzeitigen Sicherstellung des Einflusses durch die Seniorengeneration, das würde auch beim Thema Vermögensteuer zum Tragen kommen. Bei den Unternehmen, klar, da sehen wir natürlich, vielleicht ersetzt man Eigenkapitalfinanzierung durch Fremdfinanzierung, Thema Kapitalkosten, vielleicht verlagert man Investitionen ins Ausland. Welche Möglichkeiten gibt es, um Gewinne zu verlagern, die auch den steuerlichen Ertragswert reduzieren, weil die Erträge sind relevant natürlich für das steuerliche Verfahren zur Bewertung eines Unternehmens, was man auch oft diskutiert, natürlich Wohnsitzverlagerungen, vielleicht auch Vermögensverlagerungen, aber auch hier muss man sagen, Achtung, häufig haben Sie Werbung, bei der sehr stark mit der Steuerkeule Angst gemacht wird, da wird Angst geschürt, diese Angst trifft vielleicht auch ein Umfeld der Unzufriedenheit, vielleicht mit gewissen Vorgängen und Situationen, die wir hier in Deutschland jetzt sehen und das ist natürlich auch ein guter Nährboden für finanzielle Fehlentscheidungen. Da muss man auch darauf achten, sich die Nachteile entsprechend anzuschauen. Auch das Thema ausländische Familienstiftung wird ja sehr, sehr stark diskutiert. Aber auch hier gilt, wenn Sie Gestaltungen haben, wo es darum geht, die Stiftung nur sehr gering mit Vermögen auszustatten, Gelder wieder über Darlehen direkt zurückzuführen, dann muss man sich die Frage stellen, ist denn eine Stiftung eigentlich das ideale Vehikel, wenn ich eigentlich das Geld über Darlehen schon wieder herausnehmen muss, weil ich es für meinen Lebenswandel verbrauchen will. Von daher, auch hier muss man sagen, nicht alles, was schick klingt und nicht alles, was für sehr große Vermögen ein sinnvoller Baustein ist,
ist für Vermögen, die vielleicht absolut groß sind, wenn wir über 5, 6 oder 10 Millionen Euro reden, aber ist es dann wirklich eine Struktur, die für diese Vermögensgröße sinnvoll ist? Wenn wir uns das Ganze also mal schematisch nochmal darstellen, dann für uns die Kernfrage immer, was möchte man eigentlich? Und die ganz simple Einteilung ist, möchte man sich selbst priorisieren, also Sicherstellung des eigenen Lebensabends, der eigenen Lebens- und Versorgungssituation? Oder ist meine Priorität, dass ich bei der Vermögensübertragung das Ganze so clever gestalten will, dass die Steuerbelastung für meine beispielsweise Erben oder für Kinder, wenn ich zu Lebzeiten schenke, gering gehalten wird? Also man muss sich überlegen, was ist eigentlich meine Priorität? Dann die verschiedenen Motive, die ich habe, und daraus resultiert auch ein Anforderungsprofil, was Sie dann wieder mit qualitativen und quantitativen Merkmalen entsprechend füllen können. Und diese Motive, diese Merkmale, die gilt es eben erst zu eruieren und dieses Anforderungsprofil dann abzugleichen mit den verschiedenen Varianten, weil ich kann natürlich mein Wertpapierdepot mit aktuell wieder attraktiven Zinserträgen, da kann ich natürlich sagen, na, es macht ja Sinn. Ich schenke das Wertpapierdepot im Rahmen der Freibeträge an das Kind. Die Zinsen sind bereits beim Kind. Dementsprechend sind die Zinsen nicht mehr Erbschaftsschenkung steuerlich relevant. Aber brauche ich vielleicht noch die Zinserträge? Dann brauche ich ein Wertpapierdepot mit Nießbrauch. Will ich eigentlich, dass mir Erträge zufließen? Na, dann kann vielleicht eine Versicherungslösung Sinn machen. Aber je nachdem, ob ich meine eigene Steuerbelastung optimieren will oder die Steuerbelastung meiner Juniorengeneration, kommen unterschiedliche Strukturen zum Tragen. Und das gilt für die verschiedenen Lösungen, die Sie hier sehen und die verschiedenen involvierten Vermögensgegenstände. Ich muss mir eben sehr klar werden, um was geht es mir, wer steht im Fokus. Und in Abhängigkeit davon muss ich definieren, welche Ansprüche habe ich. Zum Beispiel hier ganz wichtig, quantitative Merkmale, welche Liquiditätserfordernisse in der Kennzahlenbetrachtung habe ich an Verfügbarkeit, Liquidierbarkeit, Teilbarkeit, Rendite, Inflationssicherheit und ähnliches. Und aus diesen Kriterien muss dann ein Anforderungskatalog kommen, der dann mit den verschiedenen Lösungen abzugreifen ist, weil das ist eigentlich der größte Widerspruch in vielen Fällen, der aber nie klar rausgearbeitet wird. Geht es eigentlich um die Optimierung für mich oder geht es um die Optimierung im Familienkontext? Und wenn es um Optimierung im Familienkontext geht, wer ist denn eigentlich dann genau diese Familie? Ist es nur der Ehepartner in erster Linie? Sind es in zweiter Linie die Kinder? Sind es vielleicht sogar in erster Linie die Kinder und erst in zweiter Linie der Ehepartner? Also da gilt es auch mal genau zu definieren, wem weise ich eigentlich welche Rolle zu. Hier nochmal die ausgewählten Varianten im Überblick, die aktuell häufig diskutiert werden. Nießbrauch am Wertpapierdepot. Da wird ein Wertpapierdepot im Wege einer Schenkung übertragen. Zivilrechtlich eigentlich sogar eigentlich der Anteil an konkreten Wertpapieren. Aber die Grundidee den Nießbrauch, das kennen Sie alle, der sogenannte Vorbehaltsnießbrauch. Ich schenke einen Vermögenswert, also ich schenke den Acker, aber ich behalte mir die Ernten vor. Ein anderes Thema, was man häufig sieht, ist, ich verschenke eine Versicherungslösung, bei der 99% die Juniorengeneration behält, 1% die Seniorengeneration und die Seniorengeneration mit diesem 1% am Ende des Tages auch die Entscheidungen kontrolliert. Ein sehr, sehr gutes Instrument, sowohl für die Vermögensnachfolgeplanung als auch für das Thema, den eigenen Vermögensaufbau steuerfrei zu stellen. Stichwort einkommensteuerfreie Todesverleistung. Das finden Sie auch im E-Book. Aber Sie sehen schon, das ist ein großer Unterschied. Will ich meinen eigenen Vermögensaufbau einkommensteuerfrei stellen? Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich will heute Vermögen an die Kinder übertragen, aber noch einen Daumen drauf haben, weil ich bei den Kindern eine Erbschafts- und Schenkungssteuerbelastung reduzieren möchte. Das sind zwei sehr unterschiedliche Motive und die darf man nicht durcheinander werfen. Deswegen behalten Sie das eben gezeigte Schaubild bitte auch im Hinterkopf. Schenkung einer laufenden Rente, da geht es letztendlich darum, dass eine Rentenzahlung über das Bewertungsgesetz günstiger bewertet sein kann als eine Kapitalschenkung. Und dann ein sehr großes Thema, wir haben es hier gesellschaftsrechtliche Lösung genannt. Was ist damit gemeint? Familiengesellschaft, Familienpool, letztendlich ein Thema, wo sagen Sie, nutzen die Instrumente aus dem Gesellschaftsrecht, um das umzusetzen, was Sie möchten,
eben genau dieses Thema Vermögen übertragen im Familienkontext, zum Beispiel um Zugewinnausgleichsansprüche zu erfüllen, respektive vorzuziehen oder Vermögen an die Kinder zu übertragen, aber gleichzeitig noch den Daumen drauf zu haben oder um sich Erträge vorzubehalten, ähnlich wie beim Nießbrauch, nur eben über die gesellschaftsrechtliche Lösung. Also das sind die Varianten, die man oft sieht und gerade bei der Familiengesellschaft, beim Familienpool, da sehen Sie schon, da haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Klar, wir wollen die Junioren an Vermögenswerte ranführen. Man macht einmal im Jahr einen Familientag, bespricht die wirtschaftlichen Themen. Ich kann das natürlich sehr gezielt und geplant machen. Schenkung, Erbschaftssteuersparen ist häufig ein großes Thema. Zukünftig vielleicht auch noch das Thema Optimierung von Vermögenssteuerbelastung, Einkommensteuerersparnis, Familiensplitting natürlich auch ein großes Thema, weil jeder Mensch in Deutschland, also auch minderjährige Kinder, haben eben den sogenannten Grundfreibetrag. Und wenn ich dann Erträge direkt beim Kind schon entstehen lassen kann, dann ist das natürlich ein steuerlich interessanter Hebel. Aber Sie sehen schon auch, da gibt es sehr viele Sachen zu entscheiden. Rechtsformwahl, wie bringe ich die Vermögenswerte rein? Gibt es da steuerverstricktes Vermögen? Also das ist wirklich ein Punkt, bei dem man sich sehr, sehr dezidiert mit den verschiedenen Konsequenzen auseinandersetzen muss und auch ganz genau schauen muss, welche Themen habe ich denn, welche Vermögenswerte liegen vor, welche habe ich heute, wie soll die zukünftige Anlagestrategie sein, wie werden diese Anlagen auf welcher Ebene steuerlich behandelt. Und dann macht zum Beispiel auch bei Immobilien einen großen Unterschied, ob Sie glauben, dass Sie eher Preisgewinne realisieren. Dann ist es natürlich interessant, wenn man davon ausgeht, dass die 10-jährige Spekulationsfrist erhalten bleibt, dass Sie im steuerlichen Privatvermögen bleiben. Ist es eher eine Immobilie, wo Sie sagen, naja, es ist eher so eine Art Cash-Cow und wir wollen sie lange im Familienkontext halten, dann würde vielleicht eine Gesellschaft, eine GmbH Sinn machen. Also von daher sehen schon viele Abwägungsfragen und das gilt nicht nur für Immobilien, das gilt auch für Wertpapiere dementsprechend. Hier nochmal ein schematischer Vergleich, um zu zeigen, wie wird denn verschiedene Themen auf der Privatvermögensebene besteuert, welche Besteuerung haben wir auf Ebene der Kapitalgesellschaft, also einer GmbH. Und da auch nochmal wichtig, weil das geht in der Werbung oft verloren. In der Werbung sehen Sie dann, kauf deine Aktien in der GmbH, du zahlst nur 1,5% Steuern auf die Kursgewinne. Und es ist doch deutlich besser als die 26,375% im Privatvermögen, klar. Aber das ist natürlich Nonsens, weil irgendwann müssen Sie das Geld auch natürlich herausnehmen. Und wenn Sie dann auf die Ausschüttung natürlich auch nochmal Abgeltungssteuer zahlen, dann relativiert sich das sehr stark. Deswegen auch die Vermögensverwaltende GmbH, die oft beworben wird, ist typischerweise ein Steuerstundungsinstrument. Und auch da muss die Größenordnung, der positive Effekt der Steuerstundung zu dem passen, was an Vermögenswerten insgesamt da ist und ob die Anlagestrategie das auch reflektiert. Die Lebensversicherung auch nochmal dargestellt und dann hier nochmal die Todesfallleistung hier als interessantes Instrument bei der richtigen Gestaltung ist ja hier nach jetzigem Steuerrecht die sogenannte einkommensteuerfreie Todesfallleistung noch möglich und das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Vehikel. Aber Sie sehen schon hier, das ist eine Zahlentapete. Da muss man sich mal mit beschäftigen und oft in der Werbung, wie gesagt, geht da ein bisschen was verloren. Da werden plakative Zinssätze herausgehauen, die einem echten Praxistest natürlich nicht standhalten. Also Fazit. Steuerliche Überlegungen sind wichtig, gehören aber natürlich in die ganzheitliche Finanzplanung hinein. Wir haben viele Dimensionen, Kosten, Einfachheit, Flexibilität, Geeignetheit. Die beste Überlegung muss natürlich auch in der Praxis gelebt werden. Da scheitert es dann häufig. Und natürlich ein Thema Zusammenarbeit zwischen Steuerberater, Rechtsanwälten und Finanzexperten. Das ist, glaube ich, logisch an dieser Stelle. Und Qualitätskriterien, keine Vermögensübertragung ohne Abbildung der Konsequenzen auf der Liquiditäts- und Vermögensebene, sowohl der Seniorengeneration, ganz, ganz wichtig, weil was Sie auf jeden Fall nicht wollen, ist steuerlich motiviert zu viel Vermögen übertragen. Später brauchen Sie es wieder zurück und das ist teilweise unmöglich. Und wenn die Kinder mitspielen, dann ist es unheimlich teuer, weil die Freibeträge von Kind an Eltern sind sehr, sehr niedrig. Insgesamt, es gibt nie hundertprozentige Gewissheit, deswegen sollten Sie in Szenarien und Bandbreiten planen. Aber das tun wir ja mit Ihnen gemeinsam und simulieren eben auch die Auswirkungen. Kapitalanlage Immobilien, auch das nochmal
als wichtiges Thema, gar nicht so sehr unter der Steuerperspektive, aber weil es sehr auffallend ist, weil viele Varianten der Vermögensübertragung haben ja in den vergangenen Jahren darauf angesetzt, sagen, ich übertrage heute den Vermögenswert, weil die weitere Vermögenssteigerung soll bereits bei den Kindern entstehen. Also, ne, ich schenke die Immobilie, weil ich davon ausgehe, dass die Immobilie weiter im Preis steigt. Das hat sich natürlich jetzt sehr stark relativiert. Sie wissen alle um die Probleme bei Immobilien. Wir sehen natürlich aufgrund der steigenden Zinsen gefallene Vervielfältiger. Wir sehen energiepolitische Maßnahmen. Wir werden vielleicht auch Investitionen sehen, die die Miete nicht in relevantem Maße erhöhen. Noch dazu viele Zinshäuser dienen ja der Finanzierung eines Lebensstandards, aber diese Entnahmen sind natürlich auch nur in entsprechender Höhe möglich, diese Überschüsse, wenn keine großen Investitionen notwendig sind. Und wenn jetzt hier ein politischer Druck dafür sorgt, dass der Investitionsstau aufgehoben werden muss, dann kostet der natürlich erstmal sehr, sehr viel Liquidität. Von daher, das Thema gilt es genau zu betrachten und sich auch anzuschauen. Moment mal kurz, wenn ich hier eine Immobilie jetzt auf die Kinder schenken möchte, was genau schenke ich denen eigentlich wirtschaftlich? Lohnt sich die Immobilie? Wie sieht es mit den Investitionen aus? Woher kommen die eigentlich? Wirkt vielleicht sogar der Fremdkapitalhebel bei bestehenden Finanzierungen negativ, wenn die Zinsbindung ausläuft? Weil wenn Sie eine Immobilie haben, die vielleicht mit 2,5% rentiert, aber Sie haben Zinskosten von 4,5% vor Steuern, dann kann dieser sogenannte Fremdkapitalhebel, Englisch Leverage-Effekt, ja sogar negativ werden. Und das muss man rechnen. Von daher bei Immobilien, bei den einzelnen Immobilien, die gestiegenen Fremdkapitalkosten plus die energetischen Investitionen plus die politischen Eingriffe in den Wohnimmobilienmarkt, die erfordern eine neue Liquiditätsplanung und Rentabilitätsrechnung pro Immobilie, aber auch Übertragung dieser Effekte auf die gesamte Finanzplanung. Und hier sehen wir auch schon, dass zum Teil Schenkungen in den letzten Jahren, dass man sich da mittlerweile die Frage stellt, war das jetzt wirklich ein Geschenk für die jüngere Generation oder ist es nicht sogar ein wirtschaftlicher Bremsklotz? Also deswegen, hier muss man natürlich rechnen. Grundsätzlich auch das nochmal klar zu sagen, es wird immer nur über Schenkungen gesprochen bei Immobilien, aber wir möchten mal als Alternative, die durchzudenken wäre, auch mal das Thema Verkauf darstellen. Ja, Sie sehen hier die Motive für die Schenkung, die sind klar. Meistens verschenke ich, die Seniorengeneration möchte die Erträge haben, sogenannter Nießbrauchsvorbehalt, man nutzt die Freibeträge, das kennen Sie auch alle. Die Wertsteigerung soll bereits bei der nächsten Generation sein. Aber wie gesagt, ne, Frage ist, wie sieht es denn da mit Wertsteigerung aus? Sind vielleicht sogar die steuerlichen Werte heute höher als der echte wirtschaftliche Mehrgewinn bei den Junioren? Gezielte Planung der Vermögensnachfolge, klar, zu Lebzeiten ist immer besser als im Todesfall. Neue Abschreibungsprozesse sind beim Verkauf natürlich ein Thema. Ich kann natürlich als Seniorengeneration meinen eigenen Wohlstand, Ruhestand gut finanzieren. Ich mache meine Vermögensbilanz liquider. Auch das natürlich ein großer Vorteil bei Verteilungsfragen. Also diese Verflüssigung der Vermögensbilanz ist ein wichtiges Thema. Und auch das Thema Fairness bei mehreren Kindern spielt oft mit rein, weil man sich ja auch an der Stelle immer sagen muss, na gut, das eine Kind bekommt jetzt Wertpapiere oder Cash, ein anderes Kind bekommt Immobilien. Was ist jetzt besser? Was ist jetzt schlechter? Oder bei mehreren Immobilien, was ist jetzt gerecht? Und wenn man dann natürlich sagt, naja, gut, wir machen das zu einem Verkauf, zu Marktpreisen, dann hat sich dieses Fairness-Thema sehr schnell reguliert, weil jedes Kind ja dann die Möglichkeit hat, zum entsprechenden Marktpreis eben diese Immobilie zu erwerben. Natürlich kann man das noch ergänzen, indem man den Kindern noch ein bisschen Eigenkapital auch schenkt, um die Finanzierung bei der Bank leichter zu gestalten. Aber was in dieser kurzen Zeit hier einfach nur mal der Denkanstoß sein soll, der Verkauf innerhalb der Familie an den Ehepartner oder an Kinder kann durchaus auch betriebswirtschaftlich Sinn machen, weil sie neues Abschreibungsvolumen haben, weil sie vielleicht auch ein neues Darlehen aufnehmen können, wenn der Fremdkapitaleffekt positiv ist. Vielleicht haben auch Kinder einen höheren Steuersatz, weil gerade bei Immobilien haben wir ja das Thema, die gleiche Immobilie kann bei unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen und unterschiedlichen Besitzern eine unterschiedliche Rendite haben. Und das ist ja ganz spannend, weil das haben Sie bei Aktien typischerweise nicht. Die Siemens-Aktie wird bei Ihnen die gleiche Rendite haben wie bei Ihren Kindern. Bei einer Immobilie, Sie haben heute eine Immobilie, die ist quasi abgeschrieben und schuldenfrei.
Wenn Sie die Immobilie an die Kinder verkaufen und die Kinder haben jetzt einen höheren Wert, von dem sie abschreiben, nehmen vielleicht 30, 40% Fremdkapital mit rein, dann wird sich die Rendite auf das eingesetzte Kapital bei den Kindern anders darstellen als bei der Seniorengeneration. Von daher, das ist jetzt keine Werbung für den Verkauf, das ist jetzt keine Werbung für die Schenkung. Man muss beide Alternativen gegenüberstellen und schauen, was macht mehr Sinn. Dass das Ganze nicht ohne Zahlentapete funktioniert, das ist, glaube ich, klar. Man hat die liquiden Vorgänge, die haben die meisten Leute noch auf dem Zettel. Aber wenn es dann schon um die Einbeziehung des steuerlichen Ergebnisses geht, dann rutscht es oft ein bisschen mit runter. Wir kriegen eine Miete, wir haben eine Abschreibung, dann haben wir ein steuerliches Ergebnis, darauf haben wir eine Steuer. Diese Steuerzahlung geht in der allgemeinen Einkommensteuerdeklaration unter. Dann haben wir ein liquides Ergebnis. Was heißt das eigentlich für mein Kapitalkonto, was ja auch wichtig ist, um die Rendite auf das eingesetzte Kapital zu berechnen? Von daher, Sie sehen schon hier, man muss rechnen vor dem Hintergrund auch gar nicht mehr rein steuerinduziert, sondern häufig kommt ja der Aspekt Vermögen übertragen aus dem Thema Steuern. Ich will der nächsten Generation was Gutes tun. Damit Sie das aber abschätzen können, muss man erstmal schauen, wie sieht die betriebswirtschaftliche Situation der Immobilie inklusive Finanzierung aus? Wie würde die Übertragung über Schenkung oder Verkauf bei den Kindern wirken? Macht es dann auch betriebswirtschaftlich Sinn? Weil etwas zu übertragen, was wirtschaftlich unsinnig ist und vielleicht auch noch Stress im Familienverbund erzeugt, das ist natürlich nicht sinnvoll. Von daher, man muss es wirklich rechnen. Grundsätzlich gilt, was wir auch oft sehen, ist, dass Kunden oder Mandanten geht zum Steuerberater und der Steuerberater sagt, Immobilie mit Nießbrauch schenken. Machen wir immer so. Der Versicherungsverkäufer, Berater, Vermittler sagt, ja, ganz tolle Lösung. Wir machen eine Versicherungslösung in Liechtenstein, Luxemburg oder was auch immer. Der Finanzberater sagt, nein, wir müssen was auch immer tun. Und der Rechtsanwalt sagt, ich habe eine ganz tolle gesellschaftsrechtliche Lösung. Wir machen das im Endeffekt mit einer KG mit einer Kommanditgesellschaftsstruktur, weil sie dann als Seniorengeneration, sie bleiben eben komplementär zu Lebzeiten, können immer alles entscheiden. Wir glauben, es ist wichtig, dass man alle Varianten nebeneinander stellt, dass es eine Offenheit gibt, was die Umsetzung betrifft, weil dieses Silo-Denken ist natürlich schädlich. Aber grundsätzlich gilt nochmal, bevor etwas umgesetzt wird, Abbildung in der Finanzplanung, um auch alle Wechselwirkungen auf Liquidität, Vermögensebene und vor allem auch die Teilbarkeit, Flexibilität und so weiter zu sehen, bevor diese Umsetzung erfolgt. Deswegen abschließend nochmal ein Prüfschema. Schaffen Sie Klarheit, was wollen Sie? Was will man in der Familie? Das müssen nicht immer gleichgerichtete Interessen sein. Es können durchaus auch unterschiedliche Interessenslagen sein. Dann, nachdem Sie diese Differenzierung gemacht haben, haben Sie einen neutralen und fachlich fundierten Überblick über die Instrumente. Und das resultiert ja daraus. Denken Sie dran, wer ist die Priorität? Erstmal Sie. Oder die Familie, oder Sie und der Ehepartner, dann die Kinder. Und wenn Sie das definieren und daraus das Anforderungsprofil haben, dann sehen Sie auch schon mal, welche Möglichkeiten überhaupt sinnvollerweise in Betracht kommen. Weil oft sehen wir den Fall, man möchte sich eigentlich gar nichts mehr an Vermögen vorbehalten, man braucht es nicht, man schenkt aber trotzdem mit Nießbrauch, was dann natürlich etwas sinnfrei ist. Aber der Steuerberater hat gesagt, wir machen das eben immer so. Ohne Finanzplanung vorher können Sie ja gar nicht wissen, wie viel Erträge Sie noch brauchen. Und deswegen nochmal abschließend Simulation der Auswirkungen in der Finanzplanung, egal ob Depotlösungen geschenkt werden, mit Nießbrauch, ohne Nießbrauch, Versicherungslösungen mit Nießbrauch, ohne Nießbrauch, ob Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, ob die Übertragung in einer ausländischen Stiftung. Auch hier gilt es vorher zu simulieren, was heißt es eigentlich vermögens- und liquiditätsmäßig bei der Partei, die jetzt entsprechend auch schenkt. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen die Themen nochmal in einem E-Book zusammengefasst, wo Sie sich das nochmal auch sehr gut nachlesen können. Sie können einfach den QR-Code scannen. Wir werden Ihnen aber auch nochmal natürlich den Link zum E-Book nochmal mit dem Versand der Konserve zusammenführen, sodass Sie auch ohne Technik die Möglichkeit haben, das E-Book runterzuladen. Und an der Stelle wäre ich mit meinen Ausführungen auch am Ende. Das heißt, wir stehen natürlich im Nachgang, wir ist natürlich immer gemeint, mein Team und ich, für Fragen zur Verfügung, weil eins ist, glaube ich, auch klar, es gibt sehr viele Instrumente, es gibt sehr viele Schlagzeilen, es gibt viele Artikel und es gibt viele Meinungen, aber am Ende sind diese Meinungen immer in die persönliche Situation einzuordnen. Und das, was vielleicht für Ihren Nachbarn, für Ihren Freund aus dem Golfclub, für Ihre Partnerin aus der
Praxisgemeinschaft sinnvoll ist, das muss für Sie bei weitem nicht die beste Lösung sein, weil eben die individuelle Situation, die individuellen Präferenzen ganz unterschiedlich sind. Von daher stehen wir Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung auf individueller Basis, wie Sie das bei uns auch kennen. Das heißt, in diesem Sinne darf ich Ihnen für heute Abend erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit aussprechen. Ich hoffe, es waren einige Denkanstöße dabei. Bleiben Sie gesund und bis bald.